Hallihallo und herzlich willkommen zum TSW 4. Wir befinden uns auf der linken Rheinstrecke und fahren heute mit der Baureihe 101 in dieser Starlight Express Lackierung zusammen mit diesen österreichischen Eurocity-Wagen über die linke Rheinstrecke und zwar nach Koblenz. Ich würde sagen, wir starten mal. Wir sehen, da vorne fährt auch schon gerade eine 103 mit Interregio-Wagen ein und mehr zu dieser Fahrt hier heute gleich. Wir steigen erstmal ein und fahren los. Beziehungsweise geben erstmal die Türen noch frei. Einmal hier mal kurz die Bremsen angezogen und Türen auf der linken Seite freigeben. Fahrtrichtungswender gerne in die Vorwärtsstellung. Genau, Türen gehen auf. Wir sehen es. Die 103 fährt auch gerade ein. Sehr, sehr schön. Hier mit den Interregio-Wagen. Liebe Grüße an Hanna für die Repaints. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. IR2214 nach Norddeich-Mole. Und wir müssen noch einmal ganz kurz hier aufstehen und einmal die Signalbeleuchtung einschalten. Der Rest passt soweit. Dann machen wir noch die PZB und die LZB an. Die SIFA lassen wir wie immer aus. Wir machen die Türen zu. Gucken einmal aus dem Fenster raus. Und Türen zu. So, ich glaube, das hat geklappt. Ja, Türen sind zu. Hervorragend. Dann einmal Bremse gelöst. Der hier gelöst und Abfahrt. Fenster können wir auch wieder schließen. So, einmal verschlossen. Und auf geht's. Einmal hier vorbei am Interregio. Der lässt uns natürlich vor. Wartet hier auf uns, so wie es sein soll. Wir sind auch schon anscheinend befreit. Also beziehungsweise nicht in der restriktiven Beeinflussung. Vielleicht liegt es daran, dass ich vorhin ganz kurz alleine noch vor mir her rangiert habe, um eben an die Wagen anzukuppeln. Aber dazu gleich mehr. Genau, wir sind aber auf jeden Fall nicht in der Restriktion. Das heißt also, wir können noch auf die 60, die freigegeben sind, hoch. Ich würde sagen, einmal die Leistung raus und dann können wir uns die AFB hinzuschalten. So, jawohl. Und dann einmal auf die AFB die 60 eingestellt, beziehungsweise gleich dürfen wir auch schon 120 fahren. Nämlich ab dieser Tafel hier. Dementsprechend beschleunigen wir jetzt erstmal auf 60 und wenn wir mit dem Zug komplett an dieser Tafel hier vorbeigefahren sind, dürfen wir dann noch 120 fahren. Mir gefällt nur gerade eine Sache nicht. Ich habe für die Semmeringbahn, ups, ich wollte nicht zurück, sondern in die Einstellung. Für die Semmeringbahn hatte ich tatsächlich die Vegetation ein bisschen runtergestellt. Aber das können wir jetzt wieder hochstellen. Qualität des Laubs, nämlich bitte wieder auf hoch. Das ist mir nämlich schon wichtig. Ja, ne, das sieht jetzt auch schon wieder deutlich besser aus. Das geht auch hier auf der Strecke ganz gut tatsächlich. Aber auf der Semmeringbahn war das für mich nicht aktuell zumindest nicht drin. Das ist irgendwie nicht so ganz gut optimiert. Da setzt sich hoffentlich DTG nochmal ran. Aber ja, hier können wir natürlich die Qualität des Laubs, der Vegetation und so weiter höher stellen. Ich glaube auch die, ehrlicherweise, das muss ich jetzt nochmal auch ganz kurz machen, nochmal vom Laub, glaube ich, auch. Das Laub, okay, ist schon hoch. Schatten ist Mittel, Effekte, Mittel, Himmel hoch. Nebel hoch. Ja, Effekte machen wir, glaube ich, auch noch hoch. So, schauen wir mal, wie sich das verhält. Mit der Performance. Ja, geht so. Also der einzige Effekt, den ich jetzt gerade spüre, ist sowieso eine niedrigere Framerate. Deshalb gehe ich damit wieder mit runter. Qualität der Effekte gehen wir damit wieder runter und... So.
Ja, so ist gut. Ja, jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Ja, super. Entschuldigt, dass ich das noch kurz einstellen muss, aber das war jetzt doch irgendwie ein bisschen wichtig, damit die Fahrt genießbar bleibt. Hier gehen wir mal auf die Fahrmotoransicht und genießen jetzt gemeinsam hier die Strecke entlang der linken Rheinstrecke, beziehungsweise entlang des Rheins linksseitig. An diesem herbstlichen Tag bei sehr klaren Verhältnissen zur Mittagszeit, zur Nachmittagszeit hoch. Und wir schauen uns natürlich mal unseren Zug an. Wir sind hier nämlich in dieser Starlight Express-Lackierung unterwegs. Mit den ÖBB Eurocity-Wagen von der Semmeringbahn. Sehr, sehr schön. Und fahren hier diesen Eurocity. Das ist jetzt mal ein fiktiver Eurocity. Das Ganze ist nämlich über den Freeroam-Modus gemacht. Dazu habe ich mir in Bingen Hauptbahnhof zunächst eine Baureihe 1116 mit den BMZ-Wagen hingespawnt, die 1116 abgekuppelt, dann durch den Freeroam-Modus die 1116 gelöscht, eine 101 hingespawnt, die 101 rangekuppelt, einen Weg gestellt. Und dann habe ich euch mit rein ins Boot geholt, beziehungsweise in den Zug. Die Boote sind ja hier auf dieser Seite unterwegs, das ist aber ein anderer Simulator. Gibt es eigentlich so einen richtig, so einen krassen, ja, so eine Art Bootsfahrsimulation mit, ja, so einer ähnlichen Logik wie TSW oder den Train Simulator, dass man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, dass man dann vielleicht den Rhein Teilabschnitt davon dann als DLC hat mit diesem Boot und jenem Boot und dann kann man von hier und dort dahin fahren. Gibt es sowas eigentlich für die Schifffahrt als Simulation? Ich weiß, dass es mal so Fischereisimulationen und sowas gibt, ne? Also, dass man dann in irgendeinem See unterwegs ist, aber so richtig mit so DLCs? Weiß ich gar nicht. Ne, also mir geht es nicht ums Fischen oder so, sondern wirklich darum, dass man so ein bisschen hier wie TSW oder auch im Flight Simulator oder sowas einfach mal dann entsprechend über einen Fluss fahren kann. Gibt es das? Falls ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Da habe ich persönlich noch nie was von gehört. Aber habe mich auch ehrlicherweise noch nie damit beschäftigt, bis zu diesem Augenblick, wo mir das jetzt gerade eingefallen ist. Also wenn ihr da was wisst, gerne mal in die Kommentare rein. Die 101, die wir hier fahren, ist ja diese Starlight Express Lackierung. Gucken wir uns auch noch mal an. Starlight Express Theater Bochum. Können, glaube ich, hier an dieser Stelle einmal ganz kurz den Kameramodus auch drin entsprechend bemühen. Dann gucken wir uns das einmal ganz kurz in Ruhe an. Wir haben hier das ist diese McLean-Sonderlackierung Starlight Express Bochum. Das Ganze als Mod von meinem guten Freund, dem Foley. Der hat hier dieses 101 Enhancement Pack gemoddet und rausgegeben. Und dementsprechend kann man sich da dann ganz viele 101er mit entsprechenden Lackierungen auch runterladen und der Sound ist dann auch überarbeitet und neu. Also vielen lieben Dank da nochmal am guten oder für den guten Foley. So, ne, können wir so ein paar schöne Screenshots machen. Hier mit den Eurocity-Wagen. Passen auch, glaube ich, ganz gut auf dieser Strecke. Tatsächlich, das erzähle ich jetzt gleich mal. Ich habe es schon häufiger mal erzählt. Also letzter Screenshot. Tatsächlich
sind diese Wagen in Realität, ich glaube, immer noch hier auf dieser Strecke anzutreffen, die BMZ-Wagen. Ich habe es ein paar Mal erzählt, dass ich die ein oder anderen Erfahrungen ja schon in Nightjets bzw. Nachtzügen hatte. Und als ich das erste Mal tatsächlich Nightjet gefahren bin, war das Ganze in einem Sitzwagen, nämlich genau in diesem BMZ-Wagen hier. Ne? Also hier genau in so einer Sitzformation. Und das war dann tatsächlich auch über genau diese Strecke, nur in die andere Richtung gefahren. Aber eben mit, wobei auf dem Rückweg wieder genau diese Strecke, und zwar in diese Strecke, in diese Richtung hochgefahren. Allerdings nicht tagsüber, sondern bei Nacht. Das war ja ein Nachtzug. Zusammen mit zwei FreundInnen von mir. Und tatsächlich ist das so, wenn man dann zu dritt in so einem Sitzwagenabteil ist, dann ist der privat, also im Grunde genommen, dann ist der für einen privat reserviert. Und dann kann man diese Sitze ausklappen und kann dort dann liegen. Ne? Also dann hat man dort drei Liegeplätze. War jetzt nicht die gemütlichste Fahrt, die ich jemals hatte, muss ich ehrlich zugeben, aber es war trotzdem eine unfassbar coole Erfahrung. Ich hatte sehr viel Spaß und es war tatsächlich genau in solchen Wagen hier. Allerdings hatten die nicht diese graue Eurocity-Lackierung von den ÖBB, sondern tatsächlich die Nightjet-Lackierung. Und das finde ich so ein bisschen schade an der Semmeringbahn. Also ich verstehe, dass man jetzt nicht einen anderen Wagentypen da mitgeliefert hat. Ne? Okay, geschenkt. Aus welchen Gründen auch immer. Zeitliche Gründe, zu kostenintensiv einen neuen Wagentypen zu bauen. Okay, man hatte nur die zweite Klasse. Okay, fein. Dann hätte man aber wenigstens, und ich kann mir vorstellen, dass das lizenztechnisch durchaus drin gewesen wäre, hätte man ja wenigstens die BMZ-Wagen nicht nur in dieser grauen Lackierung, sondern eben auch in der Nightjet-Lackierung liefern können, weil es sind ja genau 1:1 diese Wagen, die ja auch in Nightjets eingesetzt werden. Und dann hätte man so ein, zumindest bei einigen Zügen, so ein bisschen diesen Wagenpark dann auf der Semmeringbahn mischen können, dass dann vielleicht ein oder zwei Nightjet-Wagen noch mit dabei sind. Dann hätten wir so gesehen wenigstens das allererste Mal offiziell Nachtzugwagen im Spiel gehabt. Und das wäre irgendwie ganz cool gewesen, weil der Aufwand ist nur sehr gering. Es ist ja wirklich nur eine Lackierung, eine Außenlackierung. Oder kann mir keiner sagen, dass das extremst zeitaufwendig ist. Das ist es nämlich mit, also ne, eine Lackierung ist natürlich aufwendig, aber da kann mir keiner sagen, dass das so zeitaufwendig ist, dass das überhaupt gar nicht möglich wäre, dass man da noch vielleicht hätte so eine Nightjet-Lackierung mitliefern können. Das wäre ja wirklich nichts anderes als genau der gleiche Wagen, nur einfach in einem anderen Repaint. Und da denke ich mir, ach, das wäre sehr einfach gewesen. Das wäre so etwas, was man hätte machen können und das hätte so ein bisschen die Gemüter noch befriedigt oder, ja, gestillt. Denn der Aufschrei, ja gut, Aufschrei ist schon wieder fast ein bisschen übertrieben, aber die Kritik war auf jeden Fall da. Hallo? Die Kritik war auf jeden Fall da. Das Rollmaterial, was die Semmeringbahn angeht, natürlich etwas spärlich war, denn wir hatten dort im Grunde genommen kein 100% neues Fahrzeug gehabt. Klar, die 1116 ist natürlich stark überarbeitet und so, und da floss viel Zeit darin, die zu überarbeiten, aber trotzdem verstehe ich dieses Argument, dass man sagt, okay, das fühlt sich jetzt nicht an wie ein niegelnagelneues Fahrzeug. Es fühlt sich schon sehr frisch an, in der 1116 zu sitzen. Es fühlt sich wirklich anders an als in der 182. Aber es ist trotzdem immer noch im Grunde genommen, ja, zumindest vom Gefühl her, das gleiche Fahrzeug. Und da finde ich, hätte man wenigstens dann am Rollmaterial an den Personenwagen was machen können. Und da hätte man zumindest, also das wäre jetzt so meine Lösung, hätte man ja, sofern das lizenztechnisch drin gewesen wäre, eben den Personenwagen einfach als Nightjet-Wagen noch mit reinbringen können. Weil ich stelle mir vor, das ist gar nicht so schwierig. So, wir fahren hier einfach drüber, halten hier nicht an. So, das war eine Ankündigung auf
100. Versuchen es mal mit der E-Bremse einmal voll rein. So, Zugbremse lösen wir aus und E-Bremse auch. Und schalten wieder Leistung auf. Ah, herrlich, hier am Rhein entlang zu fahren. Ja, einer meiner absoluten Lieblingsstellen hier an dieser Strecke. Wir gehen jetzt aber nicht in die Außenkamera, weil gleich eine Ankündigung auf 90 kommt. Nämlich hier. Wird natürlich bestätigt. So. Mal ganz kurz hier Train spotted. Hier gelten die 90. Ja, ne, also um nochmal ganz kurz auf das Thema zurückzukommen. Es wäre ein ziemlicher No-Brainer gewesen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was da vielleicht im Wege stehen würde, wäre sowas wie so lizenztechnische Angelegenheiten, von denen wir natürlich nichts wissen. Da wird doch selbstverständlich niemals irgendwie was davon der Öffentlichkeit preisgegeben werden, was da genau für Lizenzen vorhanden sind und was nicht. Kann natürlich sein, dass die Nightjet als eingetragene Marke, als eigenständig eingetragene Marke vielleicht nochmal eine andere Lizenz erfordert hätte, die DTG halt nicht hatte, sondern vielleicht nur das ÖBB-Logo an sich oder die Wortmarke verwendet werden durfte, aber das Ganze nicht eben diese Nightjet-Wortmarke umfasst hat und da vielleicht DTG nicht an entsprechende Lizenzen rangekommen ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht der Fall gewesen sein könnte. Was auch der Fall ist, ist, dass wir jetzt gerade hier an der Lorelei vorbeifahren. Hier rechts diese Felsformation. Einer der absolut markantesten Punkte der Strecke. Basierend auf einem modernen Mythos von Clemens Brentano, der die Lorelei-Geschichte im Grunde genommen erfunden hat. Ja, also es ist kein extremst alter Mythos in diesem Sinne, sondern die Lorelei ist etwas, was für einen sehr alten Mythos gehalten wird. Einer, der schon von den Germanen erzählt wurde und so. Das stimmt alles nicht. Tatsächlich hat erst Clemens Brentano die Geschichte um die Lorelei erfunden und zu Wort gebracht, beziehungsweise zur Schrift gebracht. Vorher ist das tatsächlich nicht belegt. Wir fahren auch heute übrigens ohne Zwischenhalte bis nach Koblenz, also einmal komplett durch. Und ab hier gelten 110. Nehmen wir die Leistung kurz raus. 110 eingestellt. Und jetzt können wir langsam Leistung aufschalten. Was mich sehr freuen würde, wäre der Lückenschluss zwischen Koblenz und Köln. Ne, wir haben Köln im TSW, wir haben Koblenz im TSW. Was fehlt, ist allerdings die Strecke Köln-Koblenz. Ich
glaube nicht, dass sie jemals von DTG kommen wird, weil DTG da nicht so, glaube ich, groß das Interesse an dieser Strecke hat und aktuell eher versucht, Strecken zu bauen, die auch nicht vielleicht 1:1 im Transimulator vorhanden sind. Ne, hat man ja auch in der Semmeringbahn gesehen. Die Strecke gab es zwar, aber wurde ordentlich erweitert, um fast genauso viele Kilometer, zumindest was die Luftlinie angeht. Und das wäre jetzt hier bei Köln-Koblenz nicht drin, ne, weil alles, was wir an Gleis haben nach Koblenz, ist ja schon vorhanden. Und ich glaube, es ergibt keinen Sinn, eine Strecke zu bauen von Köln über Koblenz bis in die Mosel. Das ist, glaube ich, auch nicht so ganz fahrplantechnisch sinnvoll. Und die Strecke, ja, von Köln aus könnte man natürlich dann in die andere Richtung weiterbauen, Richtung Düsseldorf. Aber keine Ahnung, ob sich die TG an so eine komplizierte Strecke ranwagt. Oder ob das nicht eher was ist für jemanden aus der Community, man weiß es nicht. Was wäre sonst noch von Köln aus möglich? Ja, nach Aachen haben wir ja die Strecke. Ah, die Strecke Richtung Opladen. Naja, weiß ich jetzt alles nicht. Also Köln-Koblenz, vielleicht ja etwas, was irgendwann mal aus der Community nochmal kommt. Das würde mich auf jeden Fall persönlich sehr freuen, einfach weil es ein ziemlicher Klassiker im Train Simulator ist. Da wieder ein Bahnübergang, der leider nicht geschlossen hat. Das kennen wir schon. Die fehlerhaften BÜs. Ja, einfach entspannend hier lang zu fahren. Wirklich eine schöne Strecke. So ein bisschen, was die Ausgestaltung der Strecke angeht, hätte es noch etwas besser sein können. Ja, die Gleisrandgestaltung ist ganz gut, aber die etwas weiter entfernte Szenerie hätte noch ein bisschen besser sein können. Aber sie ist auch schon sehr, sehr gut. Also klar, auf der anderen Seite, das Markanteste, was halt fehlt, ist halt einfach, dass dort zumindest Gleise irgendwie gewesen wären oder zumindest irgendwie so eine Straße oder so, weil da ist jetzt einfach gar nichts auf der anderen Seite und das wirkt halt so ein bisschen, ja, arg, sagen wir mal, wie eine artistische Interpretation der Realität. Das ist es natürlich jedes Mal, das ist ganz klar, aber ja, so etwas mehr Infrastruktur. Wenigstens haben wir da so ein paar Häuser, dass wenigstens eine Ortschaft dort simuliert ist. Aber ja, na gut. Schön auf jeden Fall endlich diese diese ÖBB Eurocity-Wagen im Spiel zu haben. Also, dass wir wenigstens jetzt so ein bisschen mal langsam Variabilität bekommen, was so den Intercity-Wagenpark angeht. Ne, wir haben die AVMMZ und die BPMMZ-Wagen von der Baureihe 101. Wir haben den gleichen Wagentyp in unmodernisiert mit dem roten Fensterband zusammen mit der Baureihe 103. Und jetzt haben wir halt hier die zweite Klasse Wagen in der ÖBB-Form. Das ist immerhin auch etwas, ne? Also so ein bisschen bunter ist es mittlerweile geworden. Es fehlt natürlich einiges, es fehlen natürlich viele Wagentypen, Interregio-Wagentypen fehlen komplett. Sowas kommt vielleicht hier irgendwann hoffentlich auch nochmal. Die Frage ist natürlich mit dem Baureihe 101 Expert DLC,
wird ja dann endlich der Steuerwagen kommen, der Intercity Steuerwagen, worauf ich mich persönlich schon sehr freue. Das wird mein, das sage ich euch jetzt schon, das wird mein absolut neues Lieblingsfahrzeug. Also den Steuerwagen, den werden wir echt überall fahren, den werden wir so exzessiv fahren, dass sie mir irgendwann in die Kommentare schreibt, Trains to Play, es gibt auch noch andere Züge, die man fahren kann. Und dann sage ich, ja, stimmt. Aber keiner dieser Züge ist ein Intercity-Steuerwagen. Nein, Spaß beiseite. Die Frage ist da, ob da noch vielleicht irgendein weiterer Wagentyp mitgeliefert wird. Ich glaube es nicht. Es muss ja auch nicht sein, ganz ehrlich. Ich finde es dafür, dass wir eine komplett neue 101 bekommen, auf Expertenlevel und einen Steuerwagen, finde ich es überhaupt gar nicht notwendig, dass man dazu noch mehr Personenwagen liefern muss. Also das ist gar kein Kritikpunkt oder maximal Kritik auf extrem hohem Niveau. Aber es ist jetzt einfach nur ein kleines Gedankenspiel, mal zu überlegen, was denn theoretisch noch möglich wäre. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, dass ein weiterer Personenwagentyp kommt. Sowas wie zum Beispiel eine Variation vom oder vielleicht irgendwie ein erste Klasse Großraumwagen. Irgendwie sowas vielleicht. Oder ein zweite Klasse Abteilwagen. Sowas haben wir ja noch nicht. Was ich für unrealistisch und unwahrscheinlich halte, ist allerdings sowas wie so ein Speisewagen. Also das glaube ich nicht, dass sowas komplett Neues kommt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so ein bisschen eine Variante von den Wagen, die wir bisher haben, nur mit etwas anderem Innenraum, dass sowas vielleicht noch kommen könnte. Aber wie gesagt, um da nochmal kurz den Strich drunter zu setzen. Ich halte es nicht für notwendig, dass dort unbedingt neue Wagen mitgeliefert werden müssen, denn der Intercity Steuerwagen ist ja schon ein neuer Wagen, der da dazu kommt und das ist sogar einer, der fahrbar ist und das macht es ja sowieso schon höchst kompliziert vom Arbeitsaufwand her. Dementsprechend bin ich da vollkommen fein mit, wenn es wirklich nur in Anführungszeichen ja der IC Steuerwagen ist, der neu ist. Die 101 ist ja auch neu. Die wird ja auch einen Maschinenraum haben. Der ist ja dann auch komplett neu, ne? Weil unsere 101 hier vorne, da können wir nicht durch. Ne? Also die Tür, die ist zu, die ist fest verschlossen. Die neue 101 wird allerdings einen Maschinenraum haben. Mal kurz reingebremst. Und wir sind gerade durchgefahren durch Bobhart. Schön. Schön hier. Schöne Stiefel. So, 13 Kilometer noch bis Koblenz. Ja, ich würde sagen, noch gut 10 Minuten, Pi mal Daumen, ja, vielleicht sogar weniger, die wir hier noch miteinander zugange sind heute. In unserem Märklin 101. Oh ja, das ist eine schöne Stelle zum Trainspotten. Moment, einmal Kamera positioniert und einmal losgeflogen. Ich würde gerne einmal kurz auf die Signale geguckt. Na, zack, zack, zack. Ja, 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 okay. Vorsignal zeigt Fahrt. Hervorragend. Stellen wir uns hier ans Vorsignal. Ach, schön hier mit den Feldern, mit dem Weinbau hier im Hintergrund. Einmal hinterher geguckt, um die Kurve gewunden. Einfach nur schön, oder? Immer schön entlang des Rheins. Oh ja, das ist auch wirklich eine schöne Perspektive hier. Moment, einmal vielleicht so geguckt.
Wir sind natürlich jetzt weit weg von der Vegetation, deshalb sieht die so ein bisschen komisch aus, so aus und ploppt hier so auf, wenn wir rein und raus. Und huch, da ist unser Zug verschwunden. Da war er zu weit weg. Oh, hallo. Da kam uns eine Baureihe 103 entgegen mit den Intercity-Wagen. Ich glaube, eine 110 kam es auch schon entgegen, ne? Habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Jetzt können wir nochmal auf die 140 beschleunigen. Ah, ich freue mich schon auf die Expert 101 und den Steuerwagen. Na, also da werden wir hier dieses Display hier, werden wir wirklich uns mehr als nur genau angucken müssen. Und ja, Ebola, weiß ich auch nicht, ob da nicht vielleicht irgendwas Rudimentäres kommt in die Richtung. Schauen wir mal. Aber ja, ne, hier werden wir PZB-Eingaben, LZB-Eingaben machen können, müssen da irgendwelche Bremshundertstel berechnen und so weiter und so fort. Also das wird wirklich vielleicht sogar irgendwelche Störungen, irgendwelche Störungsmeldungen, die wir quittieren müssen. Vielleicht steht da ja, keine Ahnung, Fahrmotor 3 ist heiß gelaufen. Was machen wir dann? Ich weiß es nicht. Was machen wir dann, wenn Fahrmotor 3 heiß läuft? Wir werden es herausfinden. Ne? Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Das Ganze dauert noch ein bisschen. Ich hype das jetzt, glaube ich, ein bisschen schon zu früh ab. Weil in der Roadmap war das Ganze in der Kategorie von 4 bis 6 Monaten, glaube ich. Also sind es jetzt noch so 3 bis 5 Monate. Ja, ne? Also das ist noch ein ganzes Stück, bis die 101 erscheint. Ich kann mir vorstellen, dass sie aktuell noch nicht mal offiziell im Beta-Testing ist. Aber sie wird kommen. Ne? Also angekündigt ist das DLC. Screenshots haben wir auch schon jetzt gesehen davon. Wir wissen, TSG baut es. Also was wollen wir mehr? Ne? In der Zwischenzeit können wir uns damit begnügen, ein paar Brücken uns, ein paar, nicht Brücken, ein paar Burgen uns anzugucken. Die nächste deutsche Strecke kommt ja auch bestimmt irgendwann bald. Also die TG baut sich ja schon an der nächsten deutschen Strecke. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, auch wenn wir aktuell noch nichts wissen. Ne, auf der Roadmap oder so steht jetzt gerade noch nichts davon, aber die TG wird sicherlich schon die nächste Strecke im Bau haben. Vielleicht auch schon die nächsten Fahrzeuge. Was von DTG auskommt für den deutschen Bereich, wer weiß. Vielleicht ist es eine neue Lok, eine neue Güterzuglok. Vielleicht ist es eine Baureihe 152 oder so. Vielleicht ist es ein ICE4. Vielleicht ist es eine Baureihe 120 mit Interregio-Wagen. Wir wissen es nicht. Es kann natürlich alles möglich jetzt zu diesem Zeitpunkt sein, weil wir auch keinerlei Informationen über eine Strecke haben. Aber die nächste deutsche Strecke wird sicherlich kommen und die nächste österreichische vielleicht auch. Also ich glaube, da hat sich noch DTG nicht so wirklich dazu geäußert, ob in Zukunft noch mehr Strecken aus Österreich kommen werden, von DTG zumindest. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass was kommen wird. Und selbst wenn nicht von DTG, wir wissen ja, dass RSSLO, entschuldigt, RSSLO mittlerweile auch schon ja im Streckenbau oder zumindest so generell im Bereich TSW schon tätig ist. Und da die ja mehr als nur bekannt sind für vor allen Dingen österreichische Strecken im Train Simulator, würde es mit dem Teufel zugehen, wenn sie nicht auch eine österreichische Strecke für den TSW mal versuchen zu bauen. Die Baureihe 1116 können sie ja dafür einfach wiederverwenden und das werden sie auch mit Sicherheit tun. Ich glaube nämlich nicht, dass RSSLO eine neue Lok bauen wird zu Beginn. Aber das müssen sie auch nicht. Vielleicht bauen sie wenigstens ein, zwei weitere Personenwagen mit dazu. Aber auch das ist jetzt wieder nur viel Spekulation, viel in die Zukunft hineingegriffen. Nimmt das Ganze nicht zu sehr für bare Münze. Es macht einfach nur Spaß, praktisch in diesen Gedanken mal herumzuspielen, so ein bisschen zu gucken, ja, was ist da so vielleicht möglich. Und da bin ich natürlich auch immer auf eure entsprechende Meinung gespannt, was ihr so glaubt, was da vielleicht noch so kommt und ja, ne, wie ist das jetzt mit den österreichischen Wagen? Findet ihr die cool? Habt ihr Spaß dran? Was wünscht ihr euch vielleicht als nächstes DLC, als nächste Lok, als nächste Strecke? Ein Nightjet für, ein Railjet für Semmering wäre natürlich auch irgendwie etwas, wo man
auch sich sehr, sehr, sehr gut da hineindenken kann. Ne? Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr denkt man sich, ja, das ist schon eine ziemlich gute Idee, einen Alpenstaubsauger. Also ne, da gibt es ja wirklich massig Möglichkeiten. Und den Güterverkehr haben wir bisher fast komplett ignoriert. Also auch da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Vor allen Dingen, was den Wagenpark angeht, also auch schon für Deutschland, auch da gibt es ja massig Wagen, die wir noch nicht haben, aber wenn man dann Österreich nochmal mit reinnimmt, auch da gibt es ja nochmal spezifische Wagen. Also da ist wirklich unfassbar viel noch möglich für die Zukunft des TSW, aber ich bin da guter Dinge, ne? Also es ist irgendwie schön, darüber nachzudenken und dann zu der Erkenntnis zu kommen, ja, also angekündigt ist es nicht, wir wissen nicht, ob es kommt, aber ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass nicht doch irgendwann mal eine weitere österreichische Strecke kommt oder nicht doch nochmal irgendwann noch mehr Güterwagen kommen oder doch nochmal ein Railjet oder sonst was, ist halt nicht so gering, ne? Also das Ganze braucht Zeit, das wird nicht alles morgen erscheinen, auch nicht übermorgen, auch nicht in 3 Monaten, aber wenn wir das Ganze über Jahre hinweg mal betrachten, das wird alles noch irgendwann irgendwie kommen. Und da freue ich mich schon drauf. Auch auf die ganzen Third Parties, von denen wir jetzt wissen. Es gibt Third Parties, von denen wir noch nicht wissen. Von denen wir gar nicht wissen, dass sie schon als Third Parties tätig sind. So, ab da vorne gelten 40? Ich denke mal, es werden 40 sein. Ja, Third Parties, Mods und so weiter und so fort, was da nicht alles noch so kommt. Aber so viel erstmal dazu für heute. Wir sind angekommen in Koblenz, fahren jetzt oder rollen jetzt ein in den Hauptbahnhof von Koblenz. Dort steht für uns bereit eine Baureihe 110, noch eine Baureihe 110, noch eine Baureihe 110 und eine 103. Was eine schöne Zeit, oder? Was eine herrliche Zeit der Eisenbahn, wo 103er und 110er und N-Wagen und sonst was einfach planmäßig im Verkehr unterwegs waren. Habe ich persönlich so aktiv nicht mitbekommen tatsächlich, dafür bin ich persönlich sogar zu jung. Na, da gibt es andere, die hier vielleicht zuschauen, die da das noch sogar aktiv mitbekommen haben. Herrlich, einfach toll. Klar, na, das Ganze ist vorbei, auch aus guten Gründen. Entwicklung geht weiter, Technik entwickelt sich weiter oder wird weiterentwickelt. Aber schön ist es trotzdem ab und dann mal in diese Nostalgie zu verfallen mit diesen N-Wagen, mit diesen alten Türen, die so zuklappen. Mit den Fenstern, die man öffnen kann, mit dem Fahrtwind, der einen um die Ohren säuselt. Ist das nicht schön? Ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hinterlassen würdet. Wenn ihr auf Like drücken würdet. Das würde mir sehr helfen. Falls es euch gefallen hat, auch ein Abo. Auch das würde mir natürlich sehr helfen. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir geben noch die Türen frei, nachdem wir angehalten sind. Oder haben. Türen sind auf. Ich bedanke mich, wie gesagt, ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.